Mana sammeln, hier hängen überall Leute. Mana sammeln, auch kein Schalter. Und hier, von da komme ich? Nee, von da komme ich. Von wo komme ich denn? Ah, von hier komme ich definitiv nicht. Komme ich von hier? Ich glaube, von hier kam ich, ne? Ja, von da kam ich, gut. Dann ist durch den Schalter wohl die Tür geöffnet worden. Moment. Das war nicht der Weg, den ich gerade gehen wollte, wirklich. Das ist doch schon wieder, also, ja, gut. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Und deswegen werde ich mir den anderen Weg, wo ich eben schon mal war, auf dem ich eben schon mal war, werde ich mir wahrscheinlich später angucken. Ja, ich weiß genau. Ich kenne die Textur noch genau. Ich kenne sie genau. Ja, lassen wir es vor uns explodieren, weil da eine Leiche hängt. Ich kenne noch, also echt, die Texturen sind genau die gleiche wie die gleichen wie in der Höhle damals. Und ich glaube, wir haben hier ein richtig schönes Labyrinth. Mir fällt gerade... Ah, ne, ist ja gar nicht so ein Labyrinth. Ich bin jetzt da, wo ich schon mal war. Nur... Ich schaue runter. Ja, das ist richtige Meisterleistung hier an Game Design. Warum können denn die Monster bitte überall durchschießen? Das verstehe ich gerade nicht. Und warum kann ich nicht überall durchschießen? Das verstehe ich auch nicht. Warum sind denn hier herumhängende Sachen, Menschen, Leichen, Krieger und so? Warum sind das Gründe, hier nicht ordentlich lang schießen zu können? Ja. Ist ja gut, hier war ich doch auch noch nie, oder? Ah nö, ich bin jetzt ganz unten. Hier wurde teilweise... Was ist das für eine Inflation hier? Das ist eine Monsterinflation. Moment, ich kann ja mal einen Trank nehmen. Und den anderen Trank hier einsammeln. Wenn man schon was geschenkt bekommt, nicht wahr? Dann muss man auch ein bisschen Mana einsammeln. Mana, reicht. Aha, wieder zurück. Ich gehe also wieder zurück. War ich hier schon überall drin? Vermutlich ja, wahrscheinlich nicht. Und da kam ich. Ja, hier war ich. Hier war ich überall drin. Dann wollen wir ja mal jetzt den Weg gehen, den wir vorhin zufällig gefunden hatten. Den Weg zum Teich. Kommen wir auch wieder irgendwo an. Ja, ich weiß, du bist hier. Noch mehr? Noch einer? Hier geht's anscheinend nicht lang. Aber offensichtlich ist dieses Loch groß genug. Was? Hä? Wie? Kapier ich nicht. Ausdünstung vor uns. Wo bin ich jetzt? Ich... Die kann ich nicht öffnen. Entweder nicht oder noch nicht. Das ist aber ein komplett anderer Teil der Ausdünstung. Alter, wie groß ist denn das Level? Und ich dachte, ich habe schon viel geschafft, als ich zum Galgen kam.
Ach, die Tür soll jetzt offen sein, oder was? Mist. Ich wurde hier gerade reingesogen, quasi. Ja, komm her. Ja, komm her. Achso, nö, du bist schon tot. Ja. Ich habe mir fest vorgenommen, irgendwann die Karte anzugucken. Aber jetzt noch nicht. Jetzt bin ich erstmal mit Monstern beschäftigt. Das ist kreisförmig. Es ist doppelkreisförmig. Es ist ein verdammtes Labyrinth. Was? Wo? Wie? Was? Was ist das? Warum kann ich die öffnen? Hammer. Fahrstuhl? Hilfe! Ja, da kann ich wahrscheinlich auch mit dem Fahrstuhl dann hin. Da komme ich. Hier gibt's Flecherten. Ich weiß gerade mal wieder nicht, was das Spiel von mir will. Aber das ist nicht schlimm, weil wir ja noch viel zu erkunden haben. Wir haben noch haufenweise zu erkunden, wenn ich das nur so sagen darf. Ich kann über das Wasser laufen, oder was hast du? Hier. Ich muss jetzt nochmal gucken. Hier. Da ist ein Portal. Portal. Diese Richtung muss ich. Haha, da komme ich nicht hin. Wie soll ich da auch hinkommen? Ach, da hinten vielleicht. Vielleicht ja da hinten durch. Wir wissen ja, dass hier eine Tür war. Die wir nicht aufgerichten. Ist das dann die richtige Tür? Ja. Die sollten wir also irgendwann hoffentlich aufbekommen. Oder eben wir gucken uns das hier nochmal genauer an. Die geht also auch hoffentlich irgendwann auf. Die Tür. Und hier. Hier war ich noch nie. Was ist das? Hier war ich noch nie in meinem Leben. So eine spawnenden Monster hier sind mir neu. Und so eine vor allen Dingen. Nichts ahnt, geht man irgendwo lang. Dann sowas. So, da hinten gibt's aber was zu holen, nicht wahr? Oh. Fuck. Kann ich hier nicht mal ordentlich lang gehen? Doch. Ach, das gibt's hier zu holen, wenn nicht. Ja, dann hole ich mir den 100er auch noch. 100 Punkte! 100 Lebenspunkte, meine ich. So. Den lassen wir auch noch abdanken. So, hier geht's jeweils raus. Nein. Nein, es gibt nicht jeweils ein Portal. Was man betreten muss, wenn man erst einmal runtergesprungen ist. Durch da! Leidensburg. Ich weiß doch gar nicht mehr, wie ich zurückkomme. Ich kenne doch mein... Moment. Bis gleich. Auslandsdungen machen wir nochmal.
In der Hoffnung, wir sind jetzt nicht wieder bei besagtem Portal gelandet. Was uns nicht weiterbringt. Moment mal. Ja, hier sind wir. Gut. Ach so. Und hier kommen wir auch in der Leidensburg dann nachher raus, wahrscheinlich. Ich möchte jetzt nicht jedes Portal betreten. Aber ich glaube, ich muss. Ich gehe hier einfach mal. Hier ist ja gar kein Portal. Da geht's nicht lang. Hier geht's lang. Ja. Das hat mir das Spiel beigebracht. Wenn du denkst, du kommst nicht weiter, drücke Gegenwände. Moment. Springen drücken, genau. Ausdünstung und nochmal. Jetzt geht hier gleich so ein Dings hoch. Wo auch immer. Da. Dieser Richtung. Und jetzt wollten wir hier lang gehen. Richtig, wir machen das Ganze am besten nochmal, weil ich hier eben klug wie ich bin, total runtergejumpt bin. Springen wir darüber und gehen. Wann denn hier mal so lang? Nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit. Hier runter wollten wir. Das täte mich natürlich interessieren, kann man hier rüberspringen? Wahrscheinlich, man kann über alles rüberspringen irgendwie. Ich versuch's einmal. Ich hab's sogar geschafft. Wow. Hier ist das nächste Portal. Oh, dunkle Gase. Böse Gase. So, tot. Hier nach oben möchte ich aber mal gerne. Hier scheint ja irgendwie sowas wie eine Strömung zu existieren. Da bist du. Da bist du. Tot bist du, wollte ich sagen. So, einmal bitte hoch. Aha. Wie komme ich da hinten hin? War hier schon? Anscheinend momentan noch gar nicht. Gut, verlassen. Was? Verlassener Vorposten. Ich komme jetzt quasi von überall hier wieder. Nein, hier war ich definitiv noch nicht. Auch nicht im verlassenen Vorposten. Auch nicht vor 5000 Jahren, als ich hier schon mal war. Eine Tür. Warum hat sich denn jetzt eine Tür im Galgen? Das habe ich ja nicht kapiert. Das hat sich. Was ist das? Was passiert hier? Geil. Stiefel, ist das ein Geheimlevel? Nein. Eine Tür im Galgen hat sich geöffnet. Ich weiß, wo ich bin. Es ist der Teil des Levels, der sich nie öffnen wollte. Okay. Wir haben ja noch zwei Gänge in besagtem Raum frei. Wo bin ich? Ach, hier. Wie kam ich denn hier rein? Ach, von da, ne? Ja. Ach, das ist ein Fahrstuhl. So kommt man hier wieder hoch.
Ist ja gar nicht, dass man hier unten gefangen ist. Und ich dachte schon. So, das heißt, ich springe jetzt darüber oder laufe jetzt darüber. Springe jetzt hier unten rein und guck mal, was das hier so für mich über hat. Gar nichts.